Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute spielen wir mal ein neues Spiel und zwar TCG Pocket, welches ein neues Spiel von Nintendo, Pokémon, Game Freak, wie auch immer ist. Das ist heute erschienen und ich wollte einfach mal den Ersteindruck mit aufnehmen und unser Spiel angucken. Erstmalig habe ich das Game auf der Gamescom gesehen und ich dachte mir, okay, das könnte schon ziemlich lustig sein. Karten zu sammeln, nebenbei Packs zu öffnen und so weiter und so fort. Wir sehen ja auch schon im Starting Screen, was es denn nicht so alles gibt. Es gibt EX-Karten und so weiter und so fort. Das würden wir uns aber alles einmal dann im Spiel anschauen und mal gucken, ob unser Pull-Luck in anderen Games hier auf dieses Game übertragen werden kann und wir vielleicht die eine oder andere coole Karte ziehen. Das Game ist auf jeden Fall heute am 30.10. global erschienen. Es gab wohl irgendwie schon die Möglichkeit, in anderen Regionen das einen Monat vorher zu spielen, aber ich habe gewartet und mich geduldet und ich zocke das Ganze hier auf dem Tablet. Nicht, dass ihr euch wundert, ne? So. Und ich würde sagen, ich starte einfach direkt mal. Ich weiß so ein bisschen, was auf mich zukommt, weil ich mich informiert habe, aber ich weiß nicht alles. Und ich melde mich immer ganz kurz an. So, das ist mein Geburtsdatum. Alter haben wir bestätigt. So, wir machen einen neuen Speicherstand, weil ich habe bisher nichts. Und wir verknüpfen das mit Google. Hab mich angemeldet. Spiel wird gestartet. Ich bin wirklich sehr gespannt. Aber ich muss noch was runterladen. Ich habe das Game auf jeden Fall schon länger auf dem Schirm. Und ich hatte von vornherein vor, das zu spielen. Eher für mich auf ganz entspannt, nebenbei mal mit ein bisschen mit dem Handy, ne, falls man mal irgendwie unterwegs ist und Lust hat, irgendwas zu zocken. Also ist eigentlich erstmal nur ein Ersteindruck-Video geplant und nicht weitere Videos. Aber mal gucken, wie sehr ich Bock habe und wie sehr ihr vor allem Lust habt. Und dann schauen wir mal gleich, wie das hier aussieht. Ja, ungelogen, ich nehme jetzt schon seit 10 Minuten auf. Das lädt voll langsam. So, halbe Stunde später, das Spiel musste neu gestartet werden. Hoffentlich geht's jetzt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schon mal eine Karte, die ich gern hätte. Die auch, ja. Schon cool, schon cool. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Karten es gibt. Ich weiß nicht, welche Generationen dabei sind. Ich weiß gefühlt gar nichts. Nur so ein bisschen, worum es in diesem Spiel geht. Das habe ich auf der Gamescom halt gesehen. Auf jeden Fall willkommen bei Pokémon Sammelkarten Pocket. In diesem Spiel kannst du auf deinem Mobilgerät deine eigene Pokémon-Sammlung Karten erstellen. Um anzufangen, nenne uns bitte deinen Spielernamen. Das kriegen wir noch hin. Das Profilbild hat schon mal gepasst. Wir nennen uns hier natürlich MW94. Und Profilbild, was gibt's denn hier so? Es gibt Pikachu, es gibt Evoli, es gibt Relaxo. Okay, bisher haben wir nur diese 6 freigeschaltet. Aber ich glaube, da kann man noch mehr Icons freischalten, um ein bisschen zu flexen. Passt. Der Spielername kann 30 Tage... Man kann alle 30 Tagen seinen Namen ändern. Cool, cool. Du kannst ein Booster-Pack öffnen. Hier weiß ich nur, dass egal welches ich nehme, zu Beginn ist immer das gleiche in dem jeweiligen Deck drin. Beziehungsweise Pack. Also in jedem Mewtwo-Pack sind immer die gleichen Karten drin. Aber das bezieht sich nur auf das erste Pack. Und in jedem Glurak-Pack ist auch das gleiche drin im ersten. Genauso wie beim Pikachu. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo was war. Und ich habe da auch keine Ahnung, was gut ist und was schlecht. Also so weit bin ich nicht annähernd, dass ich weiß, was gut ist. Ich würde auf jeden Fall von den 3 Pokémon, ich glaube, da liebe ich Glurak schon am meisten. Deswegen werde ich auch das Glurak-Pack nehmen. Ganz davon abgesehen, was da drin ist. Und wir gucken mal, was wir hier öffnen. Wir können hier einmal ziehen. Und wir haben einen Glumanda. Wer hätte es gedacht, ne? Wir können auf die Karten tippen, dann kommt das nächste. Ein Sterndu, ein Mauzi, ein Pinsir und Kokowai EX. Ich glaube, überall ist am Anfang eine EX-Karte drin und wir sehen hier unten schon 4 Rauten. Das liegt daran, dass es 4 unterschiedliche Seltenheiten gibt, was die Rauten betrifft. Also eine Karte mit einer Raute, 2 Rauten seltener, 3 Rauten ist seltener und 4 Rauten sind nochmal seltener. Und dann gibt es noch Sterne mit 1, 2 und 3 Sternen. Das sind noch seltenere Karte, seltenere Karten. Aber das können wir uns gleich alles mal genauer anschauen, weil ich bin da nur so ein bisschen informiert. So, wir haben 5 Karten für unsere Sammlung hinzugefügt. Wische nach oben, um die Karte im Kartendeck zu registrieren. Haben wir gemacht. Stand jetzt gibt es wohl 226 Karten. Aber das ist ja auch erst heute rausgekommen. Ich bin mir sicher, dass mit kommenden Updates mehrere Generationen und auch Karten hinzugefügt werden. Eine Sache, die ich euch auch noch sagen möchte,
an die, die sich gerade denken, boah, ich sammle privat auch Kartenspiele. Einige Icons oder beziehungsweise Artworks sind übernommen von dem richtigen TCG. Jedoch sind die Werte beziehungsweise die Fähigkeiten für dieses Spiel komplett neu und optimiert. Und auch das Spielen an sich ist was ganz anderes, als wenn wir es mit Real Life machen würden. Ich kenne die Regeln nämlich gar nicht. Ich kenne auch die Real Life Karten gar nicht. Also im Sinne von, ne, wenn ich so mit meinem TCG spiele. Deswegen auch cool, dass es hier komplett neu ist und vereinfacht. Damit es auch jeder casual irgendwie begreift. So, wir können uns die Karten wohl genau anschauen. Können ja auch swipen. Wir können die Karten bewegen. Sieht natürlich schick aus. Es gibt unterschiedliche Designs. Das werden wir dann später noch sehen. Wir klicken jetzt aber erstmal weiter. Ja, wir wollen nämlich Packs öffnen. Ja, das ist das Einzige, weswegen ich hier bin. So, und dann starten wir direkt schon mit der Einleitung. Hier gibt es Missionen, die wir erfüllen können. Registriere 5 Karten in einem Pokédex. Das haben wir geschafft. Können dann hier auf Abschließen drücken. Abschließen, dafür kriegen wir 2 von diesen lilanen Tokens. Das ist Emblem-Ticket, unschlagbare Gene. Erhält durch das Vervollständigen von Fokussammlung oder das Abschließen von Dex-Missionen eintauschbar gegen bestimmte Embleme im Shop. Gucken wir uns nicht alles in Ruhe an. Das ist auch für mich fast, also eigentlich ein kompletter Ersteindruck. Du kannst ein Booster-Pack öffnen, sobald deine Pack-Ausdauer voll ist. Alle 12 Stunden kann man wohl ein Pack öffnen. Und man kommt aber auch so noch an andere Packs ran, gerade zu Beginn. Und dann können wir uns das angucken. Wahrscheinlich ist die Ausdauer, das ist quasi wie unser Harz, ja? Auf meinem Kanal gibt es viel Gacha, Genshin, Honkai Star Rail und Zenison Zero und Wuwa und so weiter. Deswegen, wenn ich hier so quatsche, dann wisst ihr, was ich meine, ne? Alle 12 Stunden quasi regeneriert sich unsere Stamina. Wir können uns dann immer einen der 3 Packs aussuchen. Das sind die Saison-Packs. Die sollen sich regelmäßig ändern, beziehungsweise kommen weitere hinzu. Und you can open a Booster-Pack. Mitteilungen können dich darüber informieren. Also quasi, ja, du kannst jetzt ein Pack öffnen, log dich ein, um zu öffnen. Jetzt bin ich dazu gezwungen, das Mewtwo-Pack zu öffnen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hier ist jedoch, glaube ich, dann schon random drin. Das ist auch so eine interessante Mechanik. Es gibt wohl ein Limit, was man am Tag öffnen kann. Falls hier irgendwelche Whales sich ganz viele Packs kaufen, ne? Dann ist das die... Oh, das wollte ich gar nicht machen. Dann ist das hier das Limit. Das sind alle Packs, die du an diesem Tag öffnen kannst. Und du kannst hier random einen aussuchen. Und wir haben jetzt gerade schon etwas gemacht. Und zwar kann man die Packs wohl auch drehen und sie von hinten öffnen. Dann sieht man die hintere Karte, was, glaube ich, die seltenste ist, zuerst. Wisst ihr was? Das machen wir auch einfach mal. Ich habe jetzt dieses Pack hier ausgewählt. Das ist Pack Nummer 27. Bringt hoffentlich mehr Glück. Wir öffnen und klicken drauf. Es ist ein Porygon mit 2 Rauten. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Glück ist oder nicht. Im ersten Pack war natürlich was mit 4 Rauten, aber es geht natürlich besser, ne? Ah, okay. Dann sehen wir halt immer erst den Kartenrücken. Fleckoni, ein Molung. Ey, ich muss gestehen, erste und zweite und dritte Generation kenne ich die Pokémon noch. Danach gegebenenfalls nur vom Sehen. Also Molung sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Sieht auf jeden Fall creepy aus. Dann haben wir noch ein Bisaknosp. Okay, das ist eine schöne Karte. Und das war unser zweites Pack. Lucky würde ich das jetzt, glaube ich, nicht bezeichnen. Da geht es auf jeden Fall besser. Aber aller Anfang ist schwer. So, wisch nach oben, die Karten zu registrieren. Machen wir. Jetzt haben wir schon 10 unterschiedliche Karten. Hoffentlich. Ja. 10 verschiedene Karten. Sehr gut. Und so können wir Packs öffnen. Sprich, alle 12 Stunden kriegen wir ein Pack gratis. Eine neue Funktion wurde freigeschaltet. Wunderbar. Dazu kann ich euch auch schon was erklären. Und wir sind Level 2 geworden. Du hast Spieler-RP beim Öffnen von Packs erhalten und dein Level ist gestiegen. Du hast soeben die Wunderwahl-Funktion freigeschaltet. Schauen wir uns die mal an. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Das wird hier sicherlich erklärt. Hier werden Booster-Pack-Ereignisse von Freunden und anderen Spielern angezeigt. Bei der Wunderwahl kannst du eine zufällige Karte auswählen. Okay, hier wird es nur erklärt. Ich erkläre euch das aber schon so. Naja, vielleicht ist es doch ganz interessant. Die Wunderwahl wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Booster-Packs, die von deinen Freunden geöffnet wurden, können ebenfalls als Wunderwahl erscheinen. Schau regelmäßig vorbei, um zu sehen, was es Neues gibt. Die Wunderwahl erfordert Wunderausdauer, die sich im Laufe der Zeit regeneriert. Mit bestimmten Items kannst du die Zeit bis zur Regeneration von Wunderausdauer verkürzen. Manchmal gibt es auch besondere Arten der Wunderwahl, wie die Bonuswahl und die Chanera-Wahl. Eine abgelaufene Wunderwahl kann durch den Einsatz von Zeitsprunguhr reaktiviert werden. Also kurz gesagt, es gibt Packs, beziehungsweise wir machen jetzt einmal das hier, weil es hier vorgegeben ist. Und holy shit, hier habe ich schon die Möglichkeit, das Glumanda zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das garantiert ist wegen dem Glumanda. So für den Anfang, ne? Auf jeden Fall haben wir gerade 5 Karten gesehen, die werden gemischt.
und wir haben die Möglichkeit, einen davon zu kriegen. Ich nehme jetzt einfach mal die goldene Mitte. Und da ist das Glumanda. Ich glaube, das ist bei jedem so, ja? Also wir haben jetzt schon ein normales Glumanda. Wir haben jetzt hier schon dieses Ein-Sterne-Glumanda, ja? Das ist schon ein bisschen seltener. Und guckt euch mal dieses schöne Artwork an. Wir können hier die Karte drehen, ziehen, schmiegen und wenden. Wie, als wenn das in der Pfanne wäre. Und wir haben diese eine Karte bekommen, ja? Super. Wische nach oben, um sie zu registrieren. Machen wir selbstverständlich. Das ist Karte Nummer 230. Und ich freue mich sehr. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich irgendwie auf das Game gehypt bin. Dabei wollte ich ja eigentlich nur so ein bisschen reinschauen und das Game just for fun nebenbei zocken. Das Grundlagen-Tutorial ist nur abgeschlossen. Super. Pack-Ausdauer regeneriert sich. Alles klar. Du kannst neue Funktionen freischalten, wenn du Anfängermission abspielst. Okay. Super. Oh, unsere Max-Ausdauer ist voll. Das ist ja ehrenhaft von Nintendo, dass sie uns hier direkt zu Beginn zwei Packs gönnen. Viel Spaß. Vielen lieben Dank. Das heißt, wir öffnen direkt zwei weitere Packs. Dann klicken wir einmal. Achso, ich habe jetzt schon auf. Ah, guck mal, jetzt kann ich gucken. Du kannst ein Booster-Pack öffnen. Wir haben hier oben eine kleine Vorschau, da können wir auch draufdrücken, was denn in diesen Packs drin sein kann. Mewtwo EX-Pack, ne, dann sehen wir hier die Karten, die drin sein könnten, glaube ich. Also oben ist auf jeden Fall eine Vorschau, ne. Das kann ich swipen. Guck mal, ein Dragoran kann hier drin sein, ein Gardevoir, ein Mewtwo EX, ein Bisasflor EX, ein Tragosso, Gengar, ne, sind also schon ziemlich coole Karten. Kann man sich die. Achso, wenn ich draufklicke, dann gucke ich mir die Karte im Einzelnen an. Das ist zum Beispiel eine 2-Sterne-Karte. Hier steht auch schon, das ist Karte 261 von 226. Also gibt es noch mehr als 226 Karten. Ne? Dann sehen wir noch die Angriffe und so weiter und so fort. Wie gesagt, im TCG-Game selbst bin ich nicht drin. Aber es soll wohl total simpel sein und es gibt einen Autoplay-Button, ja? Sodass wirklich jeder hier dazu kommt, das zu machen. Also wir können zwei Packs öffnen. Das Coole ist auch, für jedes Pack, was wir öffnen, kriegen wir Punkte, und zwar Packpunkte. Und das ist quasi sowas wie unser Sternstaub, wenn wir pullen. Ne? Dann kriegen wir eine Währung zurück und dann können wir die Sachen hier tauschen. Das Coole ist, man kann einige Karten mehrmals besitzen und deswegen ist es auch nicht verkehrt, wenn man mehrmals was pullt. Aber ihr könnt hier zum Beispiel lang gehen und sagen, yo, ich brauche das Bisasflor EX für mein Deck oder für meine Sammlung. Und wenn ihr einfach nur genug Packs öffnet, dann könnt ihr euch das irgendwann so kaufen. Ganz unten sollen wohl die teuersten Karten sein. Die kosten auch 2500 und das sind bisher nur 3 Stück. Aber wie gesagt, das Game ist heute erschienen und da soll noch ganz, ganz viel mehr kommen. Hier, ihr seht schon 1200. Hier unten haben wir ein Glurak EX, ein Pikachu EX oder ein Mewtwo EX. Und kann man sich die angucken? Nee, kann man nicht, weil sie nicht im Besitz sind. Die sehen aber natürlich ziemlich cool aus. Und ich weiß jetzt nicht, was sinnvoller ist, ob man hier die ganzen Punkte spart oder nicht. Das ist aber vielleicht auch möglicherweise jeder, wie er es selbst mag. Man kann diese Karten nämlich natürlich auch pullen. Wir können mal unten links auf Erscheinungsraten gehen. Und wir sehen hier direkt ein normales Pack. Haben wir eine Chance von 99,95%. Ne, das haben wir bisher gehabt. Zwei normale Packs. Und ein seltenes Pack hat eine Chance von 0,05%. Das ist quasi ein Rare Pack. Das merkt man auch schon so ein bisschen am Sound und an der Animation beim Öffnen. Was halt sehr unwahrscheinlich ist. Aber da sind dann 5 Rare-Karten drin. Also 5 seltene Karten. Ne, so viel weiß ich auch noch. So, jetzt können wir mal hier bei normales Pack einfach ein bisschen runterscrollen. Und da sehen wir, es ist eine 100%ige Chance, dass da eine einraute Karte drin ist. Können wir noch mehr sehen. Hier, für eine Kronenkarte. Oder warte mal, es gibt Kronenkarten und Sternekarten. Ah, es gibt also 1, 2, 3, 4 Rauten-Seltenheiten. Es gibt 1, 2, 3... Sterne-Seltenheiten und es gibt nur eine Crown-Card und das sind Crown-Karten. Hier, das Glurak, Pikachu und das Mewtwo. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine ziehen, ist sehr hoch bei 0,04%. Klingt fair. Ne? Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber ja. Und wir haben eine Chance von 0,2% bei 2%, dass wir eine 3-Sterne-Karte kriegen. Beim Mewtwo EX-Pack ist es die Mewtwo EX-Karte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Glurak-Pack gehen würden, dann wären hier unten dann andere Karten aufgelistet, ne? Hier haben wir dann zum Beispiel die Chance auf das Glurak EX. Und das ist auch eine Karte, die ich auf jeden Fall anstreben werde. Deswegen öffnen wir erstmal die Glurak-Karten. So, hier stehen noch Achtung. Okay, super. Das heißt, wir können zwei Packs öffnen, weil, ne, bei uns sind die 12 Stunden schon zweimal um. Und wir öffnen zwei Glurak-Packs. Und wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen Glück haben und was Gescheites ziehen. Wir nehmen hier das dritte Pack, weil drei bringt immer Glück. Öffnen es. Man hätte, glaube ich, einen Zusatzsound gehört, wenn schon mal Seltenes drin wäre. Das Coole ist, man kann hier wohl irgendwie, ich weiß nicht, wie das geht. Ja,
man kann schon so hinter die Karten gucken, ob da was Funkelndes dabei ist, aber irgendwie sieht das nicht so aus. Wir hatten auf jeden Fall ein Snubbillycat, ein Swallock, kenne ich noch nicht, eine Pikulente, die kenne ich durch Pokémon Snap, ein Maholo, ist natürlich auch bekannt, und ein Kabutops, okay, eine 3-Raute-Karte, sieht cool aus, die Karte, und das war's mit dem Pack. Kabutops ist tatsächlich eine Karte, die ich sehr mag. Damals, als ich immer Pokémon gespielt habe, habe ich immer dieses Fossil genommen, wo ich dann Kabutops bekommen habe und nicht Aerodactyl. Die Zahl 16 hat an Dragoran. Trotz seines wuchtigen und massiven Körpers kann es fliegen. Er ist in der Lage, die Welt in 16 Stunden umzudrehen. Was für eine random Info. Heißt das jetzt, wir kriegen Dragoran? So, das können wir skippen. Wir öffnen direkt das nächste Glurak-Pack. Und nein, wir sind nicht pullsüchtig. Just saying. Okay, Pack Nummer 3 hat nicht so viel Glück gebracht, deswegen nehmen wir Pack Nummer 4. Shit. Das war Pack Nummer 5, weil wir hatten die 3 ja aus dem Pool genommen. So, wieder ein Kabutops. Ja, es gibt Millionen Karten, aber ich wollte direkt ein Duplikat haben. Ein Iguana? Okay, das sieht cute aus. Double? Was? Wieso ziehe ich das zweimal hintereinander? Ein Thermopod und ein Glutexo, okay. Wir haben schon 2 Glumandas, jetzt haben wir noch einen Glutexo dazu. Ja, das Pack war ja mal mega scheiße. Aber, ja, aller Anfang ist schwer. Wir haben 21 unterschiedliche Karten. Und, kann ja nur besser werden, ne? So, das überspringen wir auch. Wenn du keine Pack-Ausdauer mehr hast, kannst du keine Packs mehr öffnen, bis sie sich regeneriert haben. Probier doch mal die Regenerationszeit mit Packsanduhren aus. Ja, das ist auch eine Sache. Wir kriegen quasi Items. Oben rechts sehen wir das, das ist so eine Sanduhr. Damit können wir die Zeit verkürzen. Jetzt müssten wir 12 Stunden warten. Jedoch ist eine Sanduhr eine Stunde quasi. Und du kannst Pack-Sanduhren unter anderem durch die Eröffnung deines Spiellevels, durch die Erhöhung deines Spiellevels oder durch Mission-Belohnung erhalten. Und du kannst sie direkt nach Erhalt einsetzen. Wenn du den Premium-Pass abonnierst, kannst du jeden Tag ein zusätzliches Booster-Pack öffnen. Wow! Erstmalige Abonnenten des Premium Pass können ihn 2 Wochen lang kostenlos nutzen. Du kannst ihn über den Shop abonnieren. Ja, Wahnsinn. Wir nutzen auf jeden Fall die 12 Uhren und können das Ganze hier so beschleunigen. Super. Dann holen wir uns gleich noch den Premium Pass, dann können wir vielleicht noch ein weiteres öffnen. Wir gucken mal. So, da das nicht geklappt hat, nehmen wir mal jetzt dieses Pack hier. Ich habe hier ein sehr gutes Gefühl, dass hier das Glurak drin ist. Ich habe nichts gehört. Ein Clefairy. Ja, ist fast ein Glurak, ein Sterndu. Legit haben wir das schon. Ein Kadabra. Oh, das Artwork. Oh, Nostalgie pur. Oh, wer kennt es nicht, Leute? Ey, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin mit Pokémon aufgewachsen. Mit 6 auf der Schaukel Gameboy gespielt. Pokémon-Karten selbstverständlich gesammelt. Und die ersten 2-3 Generationen waren Liebe, ne? Ein Rettern, aber ein, ja, das ist dunkle Energie, ne? Was noch? Ein Kwaiutsu sagt mir nichts, aber sieht cool aus. 3 Rauten. Cool, cool. Man kann zukünftig wohl mit Freunden auch Karten tauschen. Deswegen ist es einfach nur cool zu sammeln, die Erweiterung zu vervollständigen und irgendwann dann mit Freunden zu tauschen. Die Zahl 25 erinnert an Pikachu. Das ist seine Pokédex-Nummer. Ah, das sind einfach nur so Nice-to-Know-Infos, so coole Sachen. Okay, wir haben 26 unterschiedliche Karten. Das ist cool. Jetzt haben wir keine Uhren mehr und wir haben keine Packs mehr. Ne? Wir sind aber Level... Welches Level sind wir? Wir sind Level... Die Hälfte von 2. Ne? Wir gucken uns aber mal an. Wir haben hier oben rechts vom Entwicklerteam verteiltes Item. Annehmen. Ne? Ich habe mich vorregistriert. Was ist das denn? Vorab-Ticket. Dieses Ticket kann noch nicht verwendet werden. Es wird sich noch zeigen, wozu es ist. Okay. So ein... Premium-Item. Okay, okay. Wir gehen mal in den Shop. Tägliche Geschenke verfügbar steht da. Da geht mein Gacha-Game natürlich auf. Wir klicken hier mal drauf. Das ist kostenlos. Tausch abgeschlossen. Wir haben ein Pack bekommen. Ist das jetzt... Wo ist das jetzt? Hier oben bei der Geschenkbox ist das nicht, ne? Nein. Okay, wir gehen mal wieder hier rein. Was ist das hier oben? Ein Shop-Ticket. Erhalt durch das Abschließen von Event-Missionen oder Stufenkämpfen. Eintauschbar gegen Zubehör. Okay, wir gucken mal, was hier ist. Also wir haben hier Sanduhren. Okay, wir können uns damit Sanduhren holen. Sowohl Pack-Sanduhren, damit sich das in den 12 Stunden immer resettet. Und auch Wundersanduhren. Was, wie wir vorhin einmal hier gesehen haben. Stimmt, da wollte ich noch drauf eingehen. Das sind diese Sachen hier. Die resetten sich auch, wenn man hier auf Plus drückt. Regeneriert sich jetzt auch regelmäßig. Das heißt, auch da sollte ich natürlich schon was verwenden. Aber hier ist natürlich immer ein bisschen glückabhängig.
Hier werden zukünftig meine Freunde, die ich adde, vorhanden sein und deren Packs, wenn sie was Cooles geöffnet haben, da habe ich dann die Chance, eine von den 5 Karten zu kriegen. Je nachdem, was die seltenste Karte in dem Pack ist, kostet es halt mehr Wunderwahlpunkte oder weniger. Hier sehen wir zum Beispiel, dass es 2 Punkte kostet. Das liegt an dem Smetbo, weil das ein 3-Rauten-Smetbo ist und wir die Chance haben, das hier zu pullen. Wir gucken aber mal, was hier denn vorgeschlagen wird. Hier ist ein Zubat, ein Sichlor, ein Ditto. Ziemlich coole Karte. Hier ist nichts Besonderes bei. Hier ist auch nur Einstände. Ich glaube, die Einstände-Dinger zieht man früher oder später selbst. Deswegen gucke ich da auf seltene Sachen. Das Glumanda haben wir bereits, deswegen ist auch hier nicht die Interesse so vorhanden. Dann haben wir noch Flimsovan. Hier wäre ein Machomai mit 4 Sternen oder 4 Rauten. Das wäre schon mal attraktiv, was ich probieren würde. Oder hier das Galoppa. Das ist eine 1-Sternen-Karte sogar. Also 3 Rauten, 4 Rauten und 1-Sternen-Karten kosten 3 Wunderwahlpunkte. Und ich hante direkt die seltenen Karten. Deswegen drücke ich mal hier drauf. Wir geben 3 Punkte aus, weil die sollen sich ja auch resetten. Ne? Wir gucken mal gleich, wie lange der Timer ist. Und jetzt hoffen wir hier, dass wir das Galoppa kriegen. Jetzt ist es total random. Wir nehmen, glaube ich, wieder die goldene Mitte. Ist das Galoppa? Erneut versuchen. Oh Mann, es war kein Galoppa. Es ist das Doom-Fossil. Jetzt die Frage, kann man das Pack irgendwie auf Reserve halten, um die letzten 4 Karten auch noch irgendwie zu kriegen? Oder war das nur eine einmalige Chance? Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das werden wir aber mal gucken. Ja, ach so, das Galoppa war oben links. Danke für die Info. Ein Danke schicken. Wir schicken Danke, weil Danke schicken ist immer gut. Ihr könnt auch eine Freundschaftsanfrage senden, aber schickt immer ein Danke, weil das gibt ihm Punkte. Und wenn Leute euch Danke schicken, gibt es euch Punkte. Aber wie es aussieht, 12 Stunden brauchen wir für einen Wunderwahlpunkt. Ist auch ziemlich lange, ja, aber das ist halt eins dieser Games. Boah, ich muss was trinken. Das ist halt eins dieser Games, was ein Marathon ist und kein Sprint. Die Entwickler möchten natürlich nicht, dass man nach einer Woche alle Karten hat und dann ist man durch und hier ist gerade die Polizei unterwegs. Auf jeden Fall ist das halt einfach eine Sache, die spielt man über Zeit. Ich habe mir auch gedacht, ey, das Game wird nichts, was ich ultra aktiv zocke, sondern cozy. Einmal am Tag logge ich mich ein, öffne die Packs, sammle meine Karten voll, tausche ein bisschen mit Freunden, total auf entspannt. Nur fürs erste Video dachte ich mir mal, dass ich hier ein bisschen aufnehme und euch das Ganze vorstelle und zeige. Weil ihr natürlich sehr gerne eingeladen seid, auf meinen Discord-Server beizutreten, damit wir uns gemeinsam adden können, gemeinsam tauschen können und unsere Decks vervollständigen können. So, aber wie es aussieht, das Pack ist hier verschwunden und jetzt müssen wir 12 Stunden warten für einen Punkt. Wir haben 2 Punkte, dauert also ein bisschen. Wir sind aber noch nicht durch, wir gehen mal an neue Shops verfügbar, weil hier leuchtet es immer noch. Wir können hier runterscrollen, dann haben wir ein Spezialshop-Ticket. Erhältlich durch den Verbrauch von Karten mit großer Seltenheit in meine Karten eintauschbar gegen spezielles Zubehör oder Items im Shop. Okay, unschlagbare Gene, das ist ein Cover. Was ist denn ein Cover? Also einfach nur das Bild, nicht die Karte an sich. Ist das irgendwie ein Wallpaper? Dieses Cover für Alben kannst du nutzen, wenn du auf deine Alben gehst. Ah, okay, das Cover für meine Alben. Dann gibt es hier noch eine Karte, die man sich holen kann. Trankkarten, Nebenkarten, okay. Ist das der Haupt? Wir sind im Hauptshop, ja. Zeitlich begrenzte Events. Das wäre der Premium Pass, einmal kostenlos für 2 Wochen. Und durch den Premium Pass kriegen wir dann diese Pikachu-Karte. Es soll wohl immer so seltene Karten geben pro Premium Pass. Und dann gibt es hier noch zusätzliches Zubehör, Mewtwo-Spielunterlage, Kartenhüllen, also für Ingame-Zeugs, ne? Krass. Ich abonniere mal kurz, einen Moment. So, hier alle 24 Stunden können wir ein zusätzliches Pack öffnen. Premium-Mission verfügbar, werden freigeschaltet, dann kriegen wir halt diese Sachen hier, ne? Und die ersten 2 Wochen sind kostenlos. Ich mach das mal kurz. So, super, wir haben den Kauf abgeschossen und wir müssen zurück zum Titelbildschirm. So, wir können ein Booster-Pack öffnen. Da wir ja jetzt den Pass haben. Da oben steht sogar Max. Das heißt, wir können sogar 2 öffnen. Und wir bleiben bei... Ich bleibe meinem Glurak jetzt treu. Hier muss da irgendeine coole Karte bei sein. So, diesmal nehmen wir das Pack und wir drehen das wieder, weil von hinten öffnen bringt vielleicht mehr Glück. Wir öffnen ihn auch von rechts nach links. Ich habe wieder keinen Sound gehört. Es ist ein Elfun. Es ist ein Sandan. Es ist eine Pikulente. Haben wir schon. Es ist ein Owei. Und Erika. 2 Rauten. Okay. Kein besonders spektakuläres Deck. Wir können aber, wenn ich es richtig gesehen habe, noch eins öffnen. Nee, da oben steht es jetzt. Ah, alle 24 Stunden können wir einen Zusatz öffnen und alle 12 Stunden regenerieren sich unsere normalen. Aber wir haben jetzt trotzdem 2 Öffnungen zu Beginn.
Aber ab dann alle 24 Stunden können wir ein zusätzliches öffnen. Ne? Das soll jetzt nicht sagen hier, ey, mach das auch oder so, sondern ich wollte jetzt einfach fürs Video oder für den ersten Monat, weil ich mich sehr auf das Game gefreut habe, generell einmal den Battle Pass holen. Ob ich das auf Dauer machen werde, wird sich halt zeigen, wie mich das Game denn bei Laune hält. Wir hatten einen Mirapla, einen Flunkkiefer, einen Evoli, schön. Einen Knierfisch, ja, sieht interessant aus. Und ein Kangama, drei Rauten, aber leider keine Sternkarte. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch sehr gering, ne? Deswegen sage ich ja, auf lange Sicht einfach Packs öffnen, irgendwann wird man Glück haben und dann vielleicht die fehlenden Karten auch ziehen oder gerade die selteneren. So, mehr haben wir nicht. Wir gehen aber nochmal zurück, weil wir waren, glaube ich, immer noch nicht durch mit allen Punkten. Jetzt kriegen wir gerade noch die Sachen für einen Levelaufstieg. Wir haben jetzt Kampf- und Deckmission freigeschaltet. Okay. Das Kampf würde ich vielleicht nochmal in ein separates Video packen. Falls ihr euch überhaupt noch ein weiteres Video wünscht. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr Bock, dass ich da noch ein, zwei, drei weitere Videos mache? Oder wir uns das generell mal noch besser angucken? Wir haben hier auf jeden Fall weitere Uhren, was kurz mehr Decks bedeutet. Ne, für Missionen kriegen wir hier wohl ganz viel Ressourcen. Das sind ganz viele neue Packs, die ich öffnen kann. Was ist das hier oben? Das ist diese Wunder, ne? Alter, das ist ja einiges. Okay. Und durch weiteres Sammeln von Karten oder Abschließen von Kämpfen kann man hier auf jeden Fall mehr abschließen. Wir haben sogar Dailies. Schließe einen Kampf ab, gehört zu einer Daily. Machen wir mal abschließen. Und dadurch kriegen wir auch nochmal 4 Uhren. Okay. Was haben wir hier unten rechts? Fokussammlung. Erste Wahl. Aha, aha. Sind auch noch weitere Missionen quasi. Also ihr merkt schon durchs Spielen. Guck mal da unten, was war das da unten? Sammle 5 Gardevoir-Karten, sammle 5 Glua-Karten. Okay. Muss ich das alles anklicken, damit das hier weggeht? Ja, klasse. Hier kann man sehen, was man braucht. Und den Fortschritt quasi. Okay. Hier haben wir noch. Hä, ich habe doch gerade die. Ach so, das sind die Premium-Dailies. Ah ja. Oder Premium-Missionen. Quasi der Battle Pass, ne? Oh, und das sind die goldenen Tickets, die wir dann einlösen können. Hier ist noch was auf Deck. Deckmissionen wurden freigeschaltet. Ein Deck besteht aus 20 Karten und wird in Kämpfen eingesetzt. Okay. Ja, das mit den Decks und Spielen würde ich mir vielleicht dann nochmal in einem separaten Video angucken, wenn ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt. So, wir sehen hier auf jeden Fall bei den Karten zeitlich begrenzte Sachen. Ich könnte mir jetzt diese Pikachu-Karte hier holen, das mache ich auch. Tausch abgeschlossen. Das ist jetzt durch den Battle Pass. Sieht super, super, super cute aus, wenn ihr mich fragt. Und ja, kommt zur Sammlung hinzu. Sehr schön. Jetzt befinden wir uns bei 38 Karten. Das ist eine Promo-A-Karte. Ah, okay. Es gibt, wie es aussieht, 24 Promo-Karten. Ob es die alle schon zu geben gibt oder nicht, weiß ich nicht. Aber möglicherweise muss man bestimmte Events abschließen, um dann hier bestimmte Promo-Karten zu kriegen. Und ansonsten habe ich mir jetzt alles angeguckt. Hier kann man natürlich auch Poke-Gold kaufen, ne? Für die ganz harten auf jeden Fall. Täglich kann maximal 720 Poke-Gold verwendet werden, um Wartezeit. Ah, okay. Man kann mit Pokegold die Wartezeit der Packs reduzieren. Das möchte ich einmal kurz testen. Wie viel Pokegold braucht das denn, um zu reduzieren? Können wir hier oben drauf klicken? Ich drücke mal auf ein Pack öffnen. Okay, der sagt mir nur, ich soll die Sanduhren benutzen. 14 Pokegold, du bist es nicht benötigt. Ja, okay, ich weiß aber nicht, ob meine Dingens benutzt werden. Ja, klasse. Was ist hier auf andere Booster Packs? Das sind nur die 3. Ja. Ey, das war's zu meinem Ersteindruck mit TCG Pocket. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Game haltet. Wir haben ja auf jeden Fall ein Game, was ziemlich spaßig sein könnte. Vor allem ganz cool für nebenbei. Hier kann man sich die Karten genau angucken. Okay. Und das soll es dann ansonsten mit dem ersten Video gewesen sein. Ich denke, das geht lang genug. Man kann ja auf jeden Fall öffentliche Sammlungen anschauen. Bald kann man auch mit Community tauschen, mit Freunden. Und so weiter und so weiter. Mal gucken, wie ich das weiter zocken werde. Ob mit euch oder eher für mich. Aber es wird definitiv ein bisschen gezockt. So, ansonsten soll es das mit dem ersten Video auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure ersten Packs liefen, falls ihr das Game auch auf dem Schirm hattet. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.